Oh, schaut ganz normal aus. Nein. Doch. Nein. Doch. Boah, die Musik hier ist so geil. Weiß ich nicht. Wow. Wow. Ja, schaut ganz normal aus, würde ich Ja. auch sagen. Wie ganz normal, das sind halt die neuen Inneneinrichter, die gerade Teppichboden verlegen. Wow. Was zum Fick? Wow. Was ist denn das? Ach, ein bisschen aus Mario geklaut. Ja, so ein bisschen, ja. Mit Bullet Bills, ja. Und die Statuen schauen voll aus wie die Phantome aus Stimmt. Phantom Hourglass. Ja. Das sind doch die sogar. Ja, glaube ich auch. Ist das eine An Ich weiß nicht, ob's. Ich weiß nicht. Also, Phantom Hourglass gab es da ja zu dem Zeitpunkt noch lange Ja, nicht. aber Aber das. ich weiß es nicht, ob es in früheren Zelda-Teilen sowas wie Phantome gab. Also vor Minish Cap halt. Weil die schauen ja Keine wirklich. Ahnung. Da sieht man es auch nochmal perfekt. Die schauen halt wirklich genauso aus. Oder vielleicht hat sich Phantom Hourglass also ein bisschen dran orientiert. Ja, es kann auch Dass sie sein. es vielleicht so als kleines Easter Egg genommen haben, nur das hat keiner verstanden. Mal sehen, ob ich in den Kerker komme. Kögor. Karkar. Raupis! Hobby. Ah! What the fuck ist das? Eine riesige Truhe. Ah, eine Dungeon-Karte. Okay. Mal schauen. Gibt es da schon irgendwas Interessantes zu sehen? Wow. Yeah. Die ist aber ganz schön groß. Nö. Nicht groß. Huh. Nö. Gar nicht. Und musst du alles dir anglotzen? Ja. Eieieiei, da kannst du aber noch ein paar Parts drunter Diese bringen. Türen sind auch so geil. Das ist ja fies. Aber irgendwie irre nice. Man hat aber eigentlich genug Zeit, um zu dodgen. Das ist auch so ein krasser Part hier. Echt, warum? Ah, es ist ein bisschen gemein später, weil man da, glaube ich, ohne Springen durch muss oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ach ja, da unten haben wir dann den Kerker doch gleich. Das finde ich bei dem Teil irgendwie auch Hopp. saugeil, dass man durch dieses irgendwo runterfallen dann noch zu ganz anderen Gebieten kommen kann. Und an sich, wenn man es jetzt richtig macht, also wenn man sich so denkt, so okay, da geht's runter, da normalerweise ist runterfallen gleich tot. Was ganz normale Wachen. Wieso denn das? Hallo? Oh, dicker Ja? König. Oder fahrt die Verfolge, wenn ich nur noch zu wandelnde Zielscheibe. Bitte rennt Zelda. Ich meine, ne, kleines Kind. Aha. Wenn den König beschützen, geht zu Zelda, um mir zu helfen. Bla bla bla. Ey, macht es mal. So Ja. halt wirklich so, Ach ja, wegen Anfang des Parts. Wir sind übrigens nicht in Kerker gesteckt worden. Wir sind einfach nur aus der heiligen Stätte raus. Und da war nämlich Vati. Und da nimmt die Geschichte so eine ziemlich coole Wendung. Muss man schon mal sagen. Wobei man das als Zelda-Spieler eigentlich wissen sollte. Weißt du zufällig, wer das Triforce der Weisheit sozusagen hat? Nee. Triforce, die hat drei verschiedene Kräfte, ne? Ja. Kraft, Weisheit und Mut. Ja. Kraft besitzt Ganondorf oder Ganon. Okay. Whatever. Der Superbösewicht der Zelda-Reihe eigentlich. Ja. Weisheit besitzt Zelda und Mut besitzt Link. Echt? Ja. Wie hat er das eigentlich Das. bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist Vererbung irgendwie. Okay. Irgendwie sowas. Das ist ja. Das sind ja immer andere Links. Immer. Ach so. Oder fast immer. Oh. So Klonkrieger. Und ja. Deswegen halt auch die Farben. Ne? Ganondorf ist größtenteils rot, hat auch rotes Haar. Gut, Zelda ist jetzt nicht wirklich blau angezogen, aber naja. Und die dazugehörigen Göttin heißen halt Dien, Faore und Nayoru. Dien für die Kraft und Faore für den Mut und Nairo für die Weisheit. Die wurden eingeführt in den Gameboy-Teilen und ich glaube, das langt jetzt langsam mit Trivia-Scheiße, weil das interessiert, glaube ich, eh keinen. Weil das hatte auch So. das Coole eben bei Phantom Hourglass, da konnte man ja das Schwert einzeln eben nehmen, ob man jetzt hat Stärke Genau. haben will, dann wird es zu Stärke diesem mehr Verteidigung. Feuerschwert. Oder eben, ob Genau. man dann diese Laserdinger schießen will, oder Ich halt habe immer das. das Feuer-Schwert genommen. Das Ja. Weisheit habe ich sehr, sehr selten, beziehungsweise Verteidigung. Und Mut mit den Strahlenschießen ist auch cool eigentlich. Das habe ich manchmal einfach aus Spaß genommen, aber wirklich dieses Feuerschwert fand ich halt irgendwie. Da, wenn Das du hat so hier verbrannt stylo wirst. ausgeschaut. Es ist so kackt, wenn du hier verbrannt wirst, weil dann läufst du blöd rum und. Ah! Also hier in der Mitte vor allem dann, ne? Weil dann fliegst du halt oft runter wieder und das ist dann so nervig. Da hättest du jetzt eigentlich auch gleich den Stein hinschieben können, dass du ja leichter rein und rauskommst. Stimmt. Ist die heilige Stätte.
Da habe ich auch ein paar Soldaten befreit, die aus irgendeinem Grund ganz random zu Stein erstarrt waren. Okay. Haben sie so einfach mal so gesagt, so, ja, komm. Erstarre ich einfach mal zu Stein. Aber die kann man nicht befreien, oder? Diese anderen Statuen da. Nee. Schade, das wäre irgendwie cool und so. Na, siehst du auch gleich, was sich verändert hat. Die Steintafel hier ist weg. Ja. Und hier drinnen findet man dann die Geschichte, die vom Anfang. Oh. Falls du dich daran erinnerst. Okay. Minne steigen vom Himmel herab und haben den Helden das goldene Licht und das Schwert. Stimmt. Und danach, was am Anfang in der Geschichte nicht erwähnt wird, kommt noch ein weiterer Part. Und das ist irgendwie, also damals als Kind hatte ich dann voll Gänsehaut, als ich das erfahren habe, weil ich da eben von Zelda nicht so viel Ahnung hatte. Ja. Aber da erfährt man dieses Force, was Vati sucht. Hier übrigens auch ein Dreieck. Mhm. Ist in Zelda quasi. Oder Zelda ist das Force. Okay. So. In ihr drin. In ihr drin, ja. Okay, ist das nicht schmerzhaft? Ich stell mir vor, so ein Dreieck ist in ihr drin. Doch nicht das Dreieck, nicht das Triforce. Es ist einfach nur das Force. Es wird einfach nur so genannt. Es hätte einfach irgendeine Macht, irgendeine Kraft. Okay. Mit der man unbegrenzte Zauberkraft erlangen kann. Ja. Dann könnte die sich doch auch mal selber befreien. Vor allem, er ist so dumm, der Vati, ja. Anfang des Spiels, als er die Monster freilässt, ja, alle werden weggewirbelt. Link schützt sich ja mit dem Schild. Ja. Und Zelda mit ihrer Kraft. Die Kraft des Lichts. Und er sagt noch so, die Prinzessin mit der Kraft des Lichts, sie wird mir im Weg stehen. Fluch des Zauber, des Hexenmeisters versteinern. Ja. Die Prinzessin mit der Kraft des Lichts, ja. Ist natürlich, ich meine, wie kommt man da nicht drauf? Wie dumm kann man sein, ernsthaft, Vati. Aber ich freue mich richtig drauf, weil der Endkampf dann ziemlich nice wird. Ich wüsste sowieso nicht, was wir jetzt noch viel machen können. Also Endkampf. Ich würde dieses Schloss gerne machen. Der Endkampf gegen Vati. Übelst nice. Richtig geil. Richtig, richtig geiler Boss. Würde mich interessieren, sagen wir so. Mal gucken, vielleicht wollen wir es ja so machen, dass wenn ich weiterhin aufnehme, dass du dann einfach weiter dabei bist. Okay, gerne. Vielleicht werde ich jetzt einfach mal mir nochmal raussuchen, was ich noch ungefähr so finden kann. Vielleicht mache ich wirklich 100%, ich weiß es nicht. Ja, mindestens 102%. Aber dann müsste ich halt jeden Titel wirklich umändern und über 100% reinschreiben. Das wäre natürlich. Wenn ich dann das Ganze uninteressant gemacht habe, dann kannst du ja wieder dabei sein. Dann machen wir das Schloss und dann den Endkampf. Und Tom zerstört gerade Sachen. Das Feuer, das Grüne, schaut irgendwie voll cool aus. Das schaut irre aufwendig gemacht aus. Auch bei diesen großen Fackeln da weiter rechts. Irgendwie schon. Schaut es aufwendig aus. Aber was ich schon immer fand, was aussieht, was richtig kacke aussieht, sind die Treppen. Früher dachte ich mir, das wären Leitern, aber es sind einfach nur Treppen und es ist richtig schlecht in 3D gemacht. Es sollte halt eine kleine 3D-Ansicht sein, aber es ist irgendwie richtig schlecht gemacht, finde ich. Ja, vor allem sie schauen sieht so aus, als wäre so eine, ja, so eine Treppenstufe irgendwie einen Meter lang. Das, vor allem, so, oh mein Gott, die letzte Treppenstufe. Nicht, dass sie irgendwie so auslaufen, sondern halt wirklich, die Wand ist die Treppe. Ja. Aber naja, damals hatte man noch nicht die Möglichkeiten einer Battlefield 3 super mega geilen Endzeit-Engine. Ja. Ich fand es auch wirklich geil, wie du in Phantom Hourglass einfach mal, das hat dieses 3D, was der DS ja teilweise unterstützt hat, nicht so extrem ausgenutzt, nicht so extrem ausgenutzt, meine ich nicht, sondern nicht übertrieben genutzt. Ja. Was ich sehr gut finde, weil das 3D vom DS zwar für die Verhältnisse, was der DS kann, ganz gut aussieht, aber trotzdem irgendwie scheiße aussieht, wenn man es die ganze Zeit hat, finde ich. Deswegen fand ich diese Overhead-Ansicht ziemlich cool. Aber trotzdem hast du halt manchmal so Seitenansicht und so. Das war richtig cool. Es ist und immer noch eines meiner Lieblingsspiele, weil man einfach allein schon an der puren Masse, was man da alles entdecken konnte. Und vor allem, sie versuchen wirklich in jedem Zelda-Teil irgendwas Neues herzubringen. Ja, ja. Minish Cap, du kannst dich klein machen irgendwie, ja. In Phantom Hourglass haben sie halt das genommen, was man mit dem Touchscreen einfach machen kann. Und dann an sich auch mit der an sich diese Phantom-Uhr ist ja auch eine ganz geile Idee, auch wenn ich den Tempel irre nervtöten fand und irre scheiße einfach nur. Ich hab den so gehasst, wirklich. Ich bin gerade aus dem Mikro gekommen. Jedes Mal, wenn ich gehört habe, ich muss jetzt in den Tempel zurück, ich habe mir doch gedacht, oh nee, bitte nicht, kann ich das nicht irgendwie überspringen, weil das hat immer so viel Spaß gemacht, diese Freiheiten im Spiel, und allein die Bossgegner waren so episch zum Teil. Allein der Krake da, oder auch in diesem Eispalast, dieser dreiköpfige Drachen, wo ich einfach mal, die fand ich so nice einfach nur. Und
dann kommt halt immer wieder dieser Tempel, wo er immer so gleich ausschaut und die immer dieselben Sachen halt hat. Die Phantome fand ich so irgendwie, haben geil animiert, also die fand ich irgendwie irre cool, dass die ausgeschaut haben, aber ich fand sie halt super nervtötend einfach nur. Ja. Aber... Moment, das ist noch eine Sache, was ich erwähnen muss an Spirit Tracks. Ganz gute Idee gemacht mit diesen, dass du selber ein Phantom kontrollieren kannst. Die besten Gegner. Ja, die ich schon habe, deswegen jetzt einfach mal ganz, ganz viele Muscheln verschwendet. Na, gebe ich mal rauf, 80%. Ich hab's ja, ne? Ich habe ja genug Muscheln. Aber da kriege ich vielleicht, wenn es wirklich so weitergeht, nur 10 Muscheln, 10 Figuren oder so. Ui, Bombui. Bombui. Nicht Bom, sondern Bombui. Ba. Huibu? Nicht Huibu. Oh. Nein, kriege ich doch nie im Leben das. Was wolltest du gerade noch sagen? Okay, ja. Ich meine, kriege ich nie im Leben. Übrigens, das war gerade eine Figur, die ich gewonnen habe, die ich noch nicht habe. Echt? Ja. Oh, das ist praktisch. 2 Muscheln mit Wahrscheinlichkeitsgewinn von 30% oder so. Was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich fand's halt cool, dass man... Erstens mal, dass Zelda die ganze Zeit an der Seite von einem ist. Ja, als Geist. Also, als Geist, dass du halt wirklich nicht mehr alleine bist die ganze Zeit, sondern Zelda... Es ist ähnlich wie ein Skyward Sword. Ein Skyward Sword ist es auch so, da baust du am Anfang eine richtige Beziehung dazu auf, quasi, mit Zelda. Da ist sie nicht irgendwie die oberste Prinzessin oder sowas, sondern einfach halt ein Mädchen, das du dann retten willst und die halt anscheinend was von Link will. Ja. Man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ist es so ungefähr. Und deswegen denkst du ja auch, you stole my bitch! What the fuck? Nein! Und willst sie halt unbedingt retten. Ja. Und so ähnlich ist es auch in Spirit Tracks. Du baust eine Partie dazu auf. Ne? Es ist einfach nicht so, sie ist eine Prinzessin. Oh mein Gott, Hilfe, ich will gerettet werden. Ja. Sondern sie hilft dir auch und so weiter. Hast du es eigentlich bis ganz zum Ende durchgespielt? Nee, nicht ganz. Ich auch nicht. Ich hab's, glaube ich, nach der Hälfte abgebrochen, weil irgendwie hatte ich keine... Ich muss sagen, mir hat der Tempel so keine Spaß gemacht, weil das war genau dasselbe halt wieder wie dieser... wie der Meerestempel. Ja. Nur halt in Leuchtturmform. Und ja, das fand ich schon eben kacke und da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Aber wo du eben schon gesagt hast, dass man nicht mehr alleine war, das fand ich auch eben bei Phantom Hourglass so geil, weil man da einerseits natürlich die Fee hatte, die ihn immer begleitet hatte und dann natürlich noch den, wie hieß er nochmal, der Schiffskapitän? Weißt du, ach ja, Lindeberg, ja. Ja, Lindeberg. Und der einfach mal den ich geilen, fand so den einen so geilen cool. Humor einfach nur hatte, weil der war so fein. Mein Lieblingscharakter aus dem Spiel, ja. Das war wirklich... Der und war, dann am Ende, dann, was ja, er am Ende macht, End, einfach... Der was der da abzieht. Wo man dann... So geil. Einfach... Und auch an sich das End, der Endboss, der war ja zweigeteilt, einerseits auf dem Schiff und einerseits ja, in dieser riesigen Höhle, wo man dann gegen den kämpft. Und ja, wo ich weiß noch, da ist man ja so 3D-mäßig reingezoomt und er hat ihn dann immer gezeigt in so einer Art Cutscene. Und es hat so episch einfach ausgeschaut, fand ich. Wie das dann so um den Boss so sich herumgedreht hat und dann hat auch noch so eine geile Musik einfach eingesetzt. Also, das hat sich auch gut zu inszenieren gewusst. Das ganze Spiel. Also, das war, ich fand wirklich, das war so geil einfach nur das Spiel. Oh, Glücksschmetterling, da stand gerade was über den Glücksschmetterling. Moment. wo kann ich? Ach, da drüben. Ja, bitte schon. Okay, Glücksschmetterling, wo ist der? Weil dann weiß ich, was der auch wirklich tut. Oh. Da. Er bringt dir mir den Glück, der ihn einfängt. Ein seltener Schmetterling. Sollte unbedingt eingefangen werden, wenn man ihn begegnet. Okay, mehr. Den könntest du dir eigentlich noch holen. Ja, das werde ich wahrscheinlich auch noch machen.